Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute der Status Report und zwar vom 6.12. Ja, es ist zwar jetzt schon der 8.12., aber ich hatte, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, keine Zeit wirklich für euch Videos zu machen, leider. Bin letztes Wochenende nicht da gewesen, dieses Wochenende bin ich dann auch wieder nicht da. Freitag muss ich dann schon wieder los und ja, fangen wir auch schon mal direkt an. Wie ihr sehen könnt, gibt es auf der Webseite ein kleines neues Fensterchen, was dazu gekommen ist, und zwar, dass man gucken kann, ob die Stable Server bzw. die Experimental Server online sind, so wie das zum Beispiel gerade sind. Also Stable Server sind zurzeit die 060 Server und die Experimental sind die 061 Test Server sozusagen, wo man auch spielen kann. Für die, die Experimental nicht kennen, da kann sozusagen die neue Version schon voraus getestet werden, die wahrscheinlich aber auch mit Bugs versehen wird, da sind Bugs vorhanden, die sollte man auch melden, worauf ich später auch nochmal eingehen werde. Und ja, fangen wir an. Es wird versucht, dass das 061 Stable Update schon vor Weihnachten rauskommt. Also sie versuchen es vor Weihnachten noch irgendwie hinzukriegen, aber ja, genau. Dann gibt es noch ein paar Server Crashes zum Beispiel, oder dass man von Bugs frustriert ist, oder dass es halt irgendwelche Sachen gibt, die in Experimental nicht so rund laufen, und da soll man einfach zum dem Feedback Tracker gehen und da ein Ticket schreiben, denn das hilft, auch wenn man jetzt nicht unbedingt denkt, dass es hilft. Aber ja, da soll man einfach mal vorbeischauen und den Entwicklern dabei helfen, die Bugs zu fixen. Ja, was die zurzeit vorhandenen Probleme sind, ist zum Beispiel, dass die Charaktere manchmal ein bisschen rumglitschen, wenn man über andere Körper läuft zum Beispiel, oder dass der Client manchmal crasht, dass von manchen Strukturen die Schatten nicht richtig berechnet werden, da gibt es auch noch manchmal ein paar Probleme, und dass manchmal die Items in den Händen festhängen, oder dass halt auch zum Beispiel der Server crasht, nicht nur der Client, sondern auch der Server, und dass die Voice-over-IP zu laut ist, wie im letzten Mal auch schon angekündigt, also beziehungsweise wo ich es euch erzählt habe, dass da Probleme gibt, dass sie das nicht irgendwie richtig kontrollieren können, wie laut das jetzt ist, und dann ist es halt zu laut, und dass die Zombies manchmal irgendwie zu laut sind und dass es nackte Charaktere gibt, beziehungsweise auch nicht richtig hörbare beziehungsweise zu leise Waffensounds, dass sie nicht richtig abgespielt werden. Ja, machen wir weiter mit der Server Performance. Da gibt es eine Verbesserung von einem fünfmal schnelleren, ja, von der fünfmal schnelleren Server-Performance, und dabei ist dann auch wieder der Bug mit den nackten Charakteren halt wieder aufgetreten, und ja, da sind sie halt im Moment dabei, das zu fixen. Weiter geht es mit, ja, es wird nochmal erzählt, dass das halt nicht so einfach ist, dass auch die Server-Performance eine der Blocker ist für Stable, und sie wollen halt versuchen, so schnell wie möglich Experimental fertig zu kriegen und dann halt auf Stable umzusteigen. Dann gibt es noch mit Central Loot Economy ein paar Probleme, sodass zum Beispiel die Zombies einfach so auf der Map spawnen und dadurch auch die Server-Performance beeinflusst wird. Und wenn sie halt dann zu schlecht ist, die Server-Performance, dann kann es auch sein, dass die zum Beispiel Hungry oder Thirsty oder sowas, dass das nicht richtig geupdatet wird, oder dass man halt immer ohnmächtig bleibt sozusagen. Und ja, genau, zu den Fahrzeugen gesagt, es werden keine Fahrzeuge in der 061 dabei sein, weil es ist zwar jetzt gefixt worden, dass die Fahrzeuge nicht mehr irgendwie rumglitschen, wenn mehrere Spieler sich in diesem Fahrzeug befinden, aber was jetzt dadurch aufgetreten ist, dass die Personen, die da drin sitzen, keine Animation mehr, also dass von den anderen Spielern keine Animation der Spieler gesehen wird, die da drin sitzen. Also, um es einfach auszudrücken, wenn jemand außen steht, der sieht nicht, wenn der andere zum Beispiel seinen Kopf dreht oder sowas. Und das werden sie nicht fixen in der 061, weil es gibt ja den neuen Player-Controller bald,
Und dann wollen sie sich das nicht ganz, also wollen sie das Ganze nicht zweimal noch fixen, sondern warten einfach auf die 062, wo der neue Player-Controller dann auch mit integriert, so rum, integriert sein soll. Und da zeige ich euch gerade nochmal ein Video. Ja, den hatte ich aber auch im letzten Status Report schon mal vorgestellt. Und ja, sie wollen es halt unbedingt schaffen, vor Weihnachten die 061 in Stable zu releasen. Ja, ein paar Verbesserungen von den Fahrzeugen wurden gemacht. Und zwar, dass zum Beispiel das Dashboard, also zum Beispiel, wo die Geschwindigkeit und sowas angezeigt wird, wenn da zum Beispiel, wenn man das Licht anstellt, dass dann auch da zum Beispiel, ich glaube, im V3S ist dann so grün beleuchtet, oder dass auch die anderen Spieler zoomen können. Also früher konnte ja nur der Fahrer irgendwo ranzoomen, jetzt können auch die anderen Spieler ranzoomen. Dass der Motor richtig animiert wird und zu den Spieleraktionen richtig reagiert, zum Beispiel, dass man Damage macht oder irgendwie sowas. Und dass Fahrzeuge jetzt auch in allen Gewässern ertrinken können sozusagen. Also es kann natürlich nicht mehr weiterfahren, wenn es unter Wasser ist. Das Auto braucht ja irgendwie Luft, ne? Und früher hat das Ganze nur in zum Beispiel in dem Ozean funktioniert, und jetzt geht das auch in Seen. Ja, dass jetzt zum Beispiel die Partikel für die Fahrzeugräder richtig funktionieren, also die Spuren, die sie hinterlassen. Und dass zum Beispiel, wenn man jetzt über einen kleinen Pfeil oder sowas, der da im Boden steckt, fährt, dass man nicht direkt irgendwie, wie als würde man gegen eine Wand fahren, ne? Also, dass das Ganze nicht so berechnet wird, als würde man gegen eine Wand fahren, sondern dass, ja, das Ganze richtig berechnet wird. Und ja, weiter geht es mit den Zombies. Da gibt es auch noch ein Problem, und zwar, dass die AIs einen anderen Physics-Controller haben, und zwar den neuen Physics-Controller, genauso wie die Kugeln. Und die Spieler haben halt den Arma 3, die Arma 3 Collision Detection, also die vertragen sich nicht so gut, und deswegen kann es sein, dass ein Zombie einen schlägt, aber er macht kein Damage, weil die sich halt nicht so gut untereinander verstehen, wodurch dann halt diese Probleme auftreten können. Und ja, da wollen sie noch ein bisschen was verbessern, aber solange der neue Player Controller nicht fertig ist, beziehungsweise noch nicht im Game verfügbar ist, wird das Ganze wohl noch so bleiben. Und ja, das war's dann mit dem heutigen Status Report. Ich hätte gedacht, dass er nicht irgendwie 8 Minuten lang wird, sondern vielleicht mal 4 Minuten. Aber scheinbar funktioniert das hier nicht. Ja, ich würde mich ganz herzlich bei euch bedanken. Gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich auch gerne, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.